Pflege am Boden, trifft Staatssekretär für Gesundheit Karl-Josef Laumann. Pflege am Boden trifft Laumann. Mit welchen Erwartungen sind Sie heute hergekommen? Wir sind heute hierher gekommen, um mit dem Staatssekretär zu sagen, was in der Pflege, in allen Bereichen der Pflege, im Bereich der pflegenden Angehörigen, der Altenheime und auch der Krankenhäuser, wo der Schuh drückt, wo Leute unabhängig von Gewerkschaften, von politischen Strömungen, einfach mal von der Basis, die jeden Tag damit mit der Problematik zu tun haben, zu sagen, was eigentlich in diesem deutschen Gesundheitssystem los ist, wo Knackpunkte sind, wo wir uns nicht wahrgenommen fühlen in unseren Problemen. Und wir sind auch hierher gekommen, um Herrn Laumann dazu zu bringen, sich noch aktiver für die Pflege in den Bereichen der Altenheime, der Krankenhäuser, aber auch der pflegenden Angehörigen einzusetzen. Konnten Sie Ihnen annähernd das Bild übermitteln, wie katastrophal eigentlich die Pflege ist in Deutschland? Ich glaube schon, dass wir das vermitteln konnten. Wir waren breit aufgestellt, wir konnten einzelne Mitteilnehmer haben das sehr gut darstellen können aus ihren eigenen Bereichen heraus. Diese tägliche Arbeitsbelastung, die da stattfindet, aber auch die pflegenden Angehörigen, wo ihre Grenzen sind und wo auch gesamt für die Gesellschaft auch Riesenprobleme auftauchen. Und wir haben auch versucht aufzuzeigen, dass es mit diesem Weg, der bisher immer eingeschlagen worden ist, dass das wenig zielführend ist aus unserer Sicht, sondern dass es wirklich zum Paradigmenwechsel kommen muss und dass man die Selbstverwaltung im Bereich der Pflege, dass man die stark überdenken muss. Was hat Herr Laumann versprochen? Herr Laumann hat wenig versprochen, aber er hat gesagt, dass er sich für gewisse Sachen einsetzen wird. Und ich glaube auch, das war das Positive an diesem Gespräch, dass es eben sehr ehrlich war. Und Herr Laumann hat dahingehend recht, dass er sagt, Pflege muss sich selber artikulieren, muss auch die Möglichkeit dazu bekommen, eigenständig und legitimiert die Stimme zu erheben. Und das wäre für ihn auch hilfreich, wenn er eine starke, einheitliche Pflege als Unterstützung hätte. Aber dazu bedarf es ja auch politische Unterstützung. Dazu bedarf es auch politische Unterstützung. Und ich habe das auch so gesagt, dass es schwierig ist, dieses zwischen Zentralismus, wo der Herr Laumann hat das auch so gesagt, es kann nicht sein, dass ein Staatssekretär Sachen regeln muss in einem Krankenhaus in Bayern, das ist schon richtig. Aber wir haben auch versucht, ihm klarzumachen, dass die politische Verantwortung auch besteht. Und wenn Handlungsbedarf da ist, wo man dann einfach auch sagen muss, man kann es eben nicht einfach nur den Akteuren im Gesundheitswesen und auch der Pflege, die so und so keine Stimme hat, keine starke, einheitliche, legitimierte Stimme hat, den einfach überlassen. Also man muss da einfach sagen, man muss miteinander dazu eine Lösung kommen. Und Pflege ist ein ganz wichtiger Faktor in dieser Zeit.